So wie angekündigt ist er jetzt bei mir, Bischofswerthers neuer Oberbürgermeister Holm. Große, schönen guten Tag. Tag, Herr Turner. Wir haben in der Anmoderation davon gesprochen, was ist Bischofswerda 2 und was ist Bischofswerda 5? Das ist unser neuer WLAN-Hotspot. Bischofswerda 2 läuft auf 2,4 GHz, Bischofswerda 5 auf 5 GHz und beide stehen seit dem 22.12. für unsere Bewohner, für Gäste der Stadt, für Touristen, für jeden, der interessiert ist, hier kostenfrei auf dem Marktplatz in Bischofswerda zur Verfügung. Schöne Idee. Wie oft kann man sich da eigentlich einloggen und wie lange ist man online? Man kann sich dreimal am Tag einloggen für jeweils 59 Minuten. Das ist das Maximum und es können immer 150 Leute maximal zeitgleich eingeloggt sein. Herr Große, wir kommen ja nicht vorbei an Ihrem neuen Job, an den Job als neuer Oberbürgermeister von der Marketinggesellschaft Oberlausitz gekommen. Wenn Sie die letzten 4-5 Monate Revue passieren lassen, was waren denn so die größten Herausforderungen in den ersten Tagen? Die erste große Herausforderung war das Thema der Haushaltskonsolidierung. Wir hatten es mit dem starken Minus im Haushalt des Jahres 2015 und der nachfolgenden Jahre zu tun. Es ging also darum, Schritte auf allen Ebenen zu gehen, beginnend bei der Verwaltung über die Lösung von strukturellen Problemen und Aufgaben bis hin zum Anfassen liebgewonnener Satzungen, Gebühren etc., die also erhöht wurden, wo also gewissermaßen die gesamte Stadt Bischofswerda dazu beiträgt, dass städtische Aufgaben weiterhin in voller Qualität ausgeführt werden können, wir aber wieder handlungsfähig werden, gestaltungsfähig werden und auch die Möglichkeit besitzen, Investitionen in notwendigen Bereichen in der Stadtentwicklung, zum Beispiel für die Kita-Konzeption, aber auch im Bereich der Schulen und der Wirtschaftsentwicklung anzugehen. Das war die allererste. Die zweite war dann, nach dem Sanierer kam der Job des Krisenmanagers durch die Einrichtung der Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen hier im September diesen Jahres, die sehr überraschend kam, gewissermaßen ohne Vorankündigung und ohne vorherige Kommunikation durch die Landesdirektion Dresden. Damit verbunden natürlich die Frage der Bürgerinformation, der Kommunikation mit unseren Bürgern, was passiert dort eigentlich, infrastruktureller Aufgaben, aber auch dem Koordinieren von Hilfsangeboten, von Spenden. Und ich glaube, auch diese Aufgabe haben wir als Stadt in Summe unter Steuerung der Stadt. Das ist also auch eine Sache, die nicht überall so funktioniert, gut gemeistert und können von wirklich einem Zustand eines friedvollen, gedeihlichen Miteinanders sprechen und den wollen wir aufrechterhalten. Sprechen wir mal über ein gemeinsames Hobby, was wir haben, nämlich Fußball. Wenn wir hier nach Bischofswerda schauen, da ist der Bischofswerda FV in die Oberliga aufgestiegen, momentan schon Tabellendritter. Ist denn Regionalliga ein Thema für den heimischen Verein? Dann hätten wir 3 Regionalligisten in der Oberlausitz. Im Moment ist es ein Thema, dass Bischofswerda Fußball das beweist, was wir auch in der Politik beweisen wollen und gerade dabei sind, das zusammenzutun, nämlich ein starkes Team. Das starke Team beginnt auf dem Rasen, beginnt im Organisationsteam mit Leuten im Verein, die sich organisatorisch kümmern und mit einer Vielzahl von Sponsoren gemeinsam, also der Wirtschaft dieser Stadt und des Umlandes, die schon Unglaubliches geleistet haben, Bischofswerda wieder in die Oberliga zu bringen. Es ist zwar nicht mehr die DDR-Oberliga, aber die NOFV-Oberliga. Und insofern ein gutes Beispiel, was machbar ist, wenn man miteinander Ziele angeht und die auch schrittweise umsetzt. Und wir werden schauen, wohin dieser Weg führt. Es braucht natürlich die Grundlagen, die müssen geschaffen werden. Und die sind sportlich, die sind organisatorisch, die sind auch finanziell. Und ich glaube, wenn diese Grundlagen geschaffen werden können, ist es immer das Ziel, so weit wie möglich oben dabei zu sein. Und Bischofswerda ist natürlich fußballverrückt und ich glaube, eine Option ist das auf alle Fälle, aber man muss nicht den zweiten Schritt vom ersten gehen. Jetzt geht es darum, das sicher sportlich gut, organisatorisch gut weiterzuführen. Und wie gesagt, die Schieberger lieben ihren Fußball und auch ich als Oberbürgermeister natürlich, unseren BFV 08. Und dann werden wir sehen, wohin der Weg führt. Herr Großer, am Ende noch eine fast persönliche Frage. Hat es denn mal eine Situation gegeben, wo Sie morgens aufgewacht sind und gesagt haben, ach Holm, warum hast du das nur gemacht? Früher hast du einen fetten Marketing-Etat bei der MGO verwaltet und hier verwaltet man vielleicht eher Armut.
Also als erstes, was ein fairer Marketing-Etat ist, das wissen, glaube ich, andere Gesellschaften und nicht die regionale Marketinggesellschaft der Oberlausitz. Da müssten sie in Städte gehen und in klassische Urlaubsregionen oder wirtschaftsstarke Regionen. Aber Spaß beiseite, ich denke, es geht überall darum, aus den vorhandenen Mitteln, und Mittel sind ja immer Geld, ist Engagement, ist Zeit, sind Personen, die sich einbringen, was zu machen. Und hier in Bischofswerda habe ich natürlich da alle Voraussetzungen, etwas aufzubauen mit den Menschen dieser Stadt. Wir haben 146 Vereine, die tragen sehr viel ab. Wir haben sehr viele kleine mittelständische Unternehmer. Und insofern, diese Aufgabe ist schwierig, dessen war ich mir bewusst. Aber dass es einen Tag gegeben hätte, an dem ich das Gefühl gehabt hätte, hätte es mal lieber nicht gemacht, dann wäre ich falsch in diesem Job. Sondern im Gegenteil, wir sind dabei, Grundlagen zu schaffen. Wir sind dabei, Ideen zu entwickeln, nach dem schönen alten Sprichwort, wenn wir schon kein Geld haben, dann haben wir wenigstens Ideen. So ist das ja auch mit diesem WLAN-Hotspot passiert. So haben wir die Beleuchtung auf den Weg gebracht. So werden wir uns dem Thema Breitband nicht nur nähern, sondern mit großen Schritten vorangehen jetzt im Jahr 2016. Und ich glaube, unsere Kleinstadt wird noch den Großen an mancher Stelle zeigen, dass es nicht nur auf dem fetten Etat ankommt. Ungeachtet dessen müssen wir Haushalt weiter konsolidieren, damit wir Schritt für Schritt das realisieren können, was wir planen, was wir angehen. Und das geht nur miteinander. Verwaltung, Stadtrat, Unternehmen, Vereine, Menschen dieser Stadt. Und das ist kurzum gesagt der Geistesjob, bei dem man sich vorstellen kann. Das klingt stark. Herr Oberbürgermeister, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre erste Legislaturperiode hier in Bischofswerda. Bei uns gibt es eine ganz kurze Werbepause.